Ja, herzlich willkommen zu unserer traditionellen, jedes Mal stattfindenden kleinen Barcamp-Sessionplanung. Wie gesagt, ich bin der Mike und ich werde das Ganze hier heute und morgen ein bisschen moderieren. Was machen wir jetzt? Wir haben die Möglichkeit, unseren Nachmittag quasi zu gestalten. Und das Ganze funktioniert im Prinzip so, dass ihr gleich die Möglichkeit habt, hier auf diesen Post-its-ähnlichen Zetteln euer Thema aufzuschreiben. Ja? Und zwar relativ simpel, ich gebe das gleich raus, auch die Stifte dazu. Und da schreibt ihr bitte drauf das Thema. Ich meine, es gab ja auch vorher schon auf dem Google Doc-Ordner die Möglichkeit, schon mal so ein paar Themen reinzureichen. Da könnt ihr draufschreiben, was für einen Titel euer Thema hat und wer ihr seid. Ja, also beispielsweise, ich habe hier draufgeschrieben, Marketing für meinen Podcast, wie kriege ich mehr Hörer? Ja, und darunter jetzt mein Twitter-Handle, könnt aber auch gerne den Klarnamen geben. Und dann anschließend nehmen wir diesen Zettel oder nimmst du den Zettel und suchst dir hier einen dieser Slots aus. Die Slots sind so aufgebaut, dass wir hier immer eine Dreiviertelstunde haben. Dann gibt es eine Pause, entweder 15 oder 45 Minuten, insgesamt 4 Slots. Und es gibt 3 Räume. Communities, der ist so mittelgroß, Alphabet, das ist ein ziemlich großer und Synkope, das ist ein relativ kleiner Raum. Alle Räume sind, wie ich es verstanden habe, auch mit, notfalls mit einem Beamer ausgestattet. Also wenn ihr Dinge zeigen wollt, könnt ihr das da auch. Bitte? Community ist nicht, höre ich gerade, aber die anderen beiden haben einen Beamer. So, und dann habt ihr die Möglichkeit, euer Thema, was ihr mitgebracht habt oder was euch interessieren würde, euch mal dazu auszutauschen, irgendwo aufzuhängen. Also ich hänge jetzt mal beispielsweise das hier hin. Ja? Sag einfach, hier würde ich gerne mal mich austauschen zum Thema Marketing für meinen Podcast. Oder ich habe da was mitgebracht, hatte das ja schon in Google Docs reingeschrieben. Was auch sehr gerne, sehr beliebt ist, eben halt zu sagen, ich habe keine Ahnung, aber da würde ich mal gerne jemanden zu fragen. Also schreibt solche Sachen durchaus auch gerne auf. Es kam auch die Bitte an mich, jetzt nicht nur 57 Slotbeiträge zum Thema Technik zu machen, sondern auch mal so Sachen, die uns sonst noch so zu bewegen. Ja, Interviews oder wie kann ich halt andere Sachen, was ist mit der Studie, wie kann man das wissenschaftlich vielleicht auch weiter begleiten. Also auch gerne solche Themen mit draufhängen, alles was euch bewegt. Wichtig ist, wir haben jetzt hier im Grunde 3x4 Slots für heute. Wir haben das gleiche für morgen im Grunde auch nochmal. Also wenn ihr aus welchem Grund auch immer heute keinen Slot bekommt, kein Problem, morgen gibt es das gleiche nochmal. Oder, so werde ich es zum Beispiel auch bei mir machen, weil ich insgesamt 3 Themen mitgebracht habe, es gibt ja noch die Abendgeschichte hier, dass man da so eine kleine anonyme Selbsthilfegruppe zu dem Thema vielleicht auch nochmal hier ins Leben ruft, muss dann nicht unbedingt ein Barcamp-Session-Slot sein, sondern sagt, okay, da gibt es ein paar Sachen, ich will mich mal unbedingt nochmal mit dem Reaper und Ultraschall auseinandersetzen, das läuft bei mir noch nicht so, wie ich will. Ja, also kann ich auch gerne in den Abend gehen. Für das Barcamp selber gibt es im Grunde 2 wichtige Regeln. Das bedeutet, es gibt die eine Regel, wer da ist, ist da. Es sind immer die Richtigen. Also egal, ob jetzt eine Session aufhängt und da kommen nur 2 oder da kommen 20, ist es völlig egal, weil diese 2, die kommen, sind genau die Richtigen, die sich auch für dieses Thema interessieren. Ja, also die Größe, die Anzahl der Leute ist völlig irrelevant, weil die, die da sind, sind die Richtigen. Und es gibt eine 2. Regel, und das nennt sich die Regel der Füße. Das bedeutet, jeder hat die Freiheit zu kommen und zu gehen, wann es derjenigen eben entsprechend liegt. Ja, das kann durchaus sein, dass ich 2 Barcamp-Session-Themen nebeneinander habe, dann gucke ich mir die erste Hälfte des einen an und gehe dann schnell rüber zu dem anderen. Oder ich gehe rein in so eine Session und stelle nach 5 Minuten fest, so, das war gar nicht das, was ich darunter verstanden habe, dann gucke ich doch mal bei einer anderen Session vorbei. Ja, also es ist keine Wertung des Themas oder gar desjenigen, der diese Session aufgehangen hat. Jeder hat das Recht und die Freiheit, zu kommen und zu gehen, wann er möchte. Haltet bitte ungefähr diese Uhrzeiten ein, sonst kommen wir ein bisschen ins Schwimmen. Ich habe bisher letzten Workshop-Treffen immer so den Weckermenschen gemacht, da ich jetzt selber auch Themen mit aufhänge und auch auf der Liste ein paar Themen sind, die mich interessieren, werde ich das in der Form dieses Mal nicht so konsequent machen können wie die letzten Male. Also schaut selber, dass ihr so ungefähr eure Zeiten erhält. Wir haben jetzt auch Wechselpausen, das war beim letzten Mal so ein bisschen ein Problem. Das heißt, jetzt habt ihr auch durchaus die Möglichkeit zu wechseln. Eine Geschichte, bevor wir jetzt gleich loslegen, ist, diejenigen unter euch, die vielleicht 2, 3, 4 Themen mitgebracht haben und vor allem auch hier schon im Rahmen von Podlove alte Hasen sind, würde ich gerne eine Regel für uns aufstellen. Kommt erstmal mit einem Thema nach vorne, erzählt kurz, was ihr dazu meint, hängt euren Sessionzettel auf und stellt euch bitte gleich hinten wieder in die Schlange an. Ja, ich möchte vermeiden, dass irgendeiner kommt von uns alten Hasen und erstmal so schön mit 4 Zetteln die Campplanung vollräumt. Ja, und die
anderen, vielleicht erstmalig hier Anwesenden, haben dann das Problem, sie würden gerne ihren Zettel so aufhängen, wie kann ich denn überhaupt mal das neue Reaper und Ultraschall in Betrieb nehmen, oder ich würde mal gerne mich austauschen zum Thema Interviews, wie mache ich das? Ja, also für die alten Hasen ganz wichtig, erst ein Thema aufhängen, wenn ihr noch zwei oder drei weitere Themen habt, bitte hinten anstellen oder drüber nachdenken, es in den Abend zu schieben oder halt zu sagen, ach komm, weißt du was, ich nehme morgen dafür den Barcamp-Slot. Habt ihr Fragen dazu? Gut. Dann läuft das jetzt relativ einfach. Ich habe diese Zettel hier. Diese Zettel, da schreibt ihr gleich einfach euren Titel und euren Namen drauf. Wenn ihr das abreißt, schaut, dass ihr wirklich nur einen abreißt, weil die haften über statische Magie, Physik, ja? Magie, es ist Physik, ja? Wenn ihr zwei Zettel oder mehr abreißt, habt ihr das Problem, dass sie nicht so gut haften. Ja, also guckt, dass ihr wirklich nur einen Zettel abreißt und aufhängt. Ich habe hier auch zwei Stifte. Ja, und ich wäre euch sehr dankbar, wenn ich die irgendwie wiedersehen würde. Ja, weil diese Stifte für diese Zettel sind schon etwas speziell und dementsprechend wäre es toll, wenn ich sie irgendwann wieder zurückbekomme. Das ist im Grunde alles, was dazu zu sagen ist. Ich werde die Zettel und die Stifte hier vorne hinlegen, sodass diejenigen, die jetzt Session-Themen einreichen wollen, einfach hier nach vorne kommen, sich einen Zettel nehmen, einen Stift nehmen und ihre Session-Themen aufschreiben können. Und dann stellt euch bitte irgendwie ein bisschen organisiert hier hin, sodass nacheinander jeder die Möglichkeit hat, kurz ein Mikro von mir zu bekommen, kurz der Gruppe zu erzählen, worum es geht und dann sich einen Slot zu wählen. Okay? Dann würde ich sagen, los geht's. Ja, hier ein Stift, ein Zettel. Die Farben sind übrigens nicht relevant, sie haben sich einfach aufgrund der Gesamtheit ergeben. Hier, Stift, Zettel. Achso, das kannst du mir geben, das ist noch meiner. So. Tim. Vielleicht gleich dann auch anmoderieren, wenn man es dranhängt. Das mache ich jetzt, genau. Achso, hast du auch da? Also ich hatte jetzt extra auch schon. Ziehe das vielleicht auch noch ein bisschen nach vorne. Ich warte nur auf den Zettel. Achso. Wer möchte als erstes das Mikro haben? So, ich spurte mal voran. Eine Session für Podlove Publisher, Setup, Migration, da gab es schon sehr viele Nachfragen. Ich schätze mal, da dürfte es einen gewissen, mag mal jemand sagen, wer sich da so für interessieren würde. Alle technischen Fragen, die ihr habt und so. Ich nehme jetzt hier einfach mal so den großen Raum. Ja? Alles klar, Tim. Danke dir. Wer mag als Nächste? Danke. Ja, ich habe das hier mal der dicke Dieter genannt. Das ist die Selbsthilfegruppe Spaß im Podcast. Weil die Frage stellt sich ja eigentlich, warum gibt es irgendwie so wenig Podcasts, die wirklich versuchen lustig zu sein, sondern immer nur so, wir sprechen miteinander und dann lachen wir über den schlechten Wortwitz von A oder B. Und kann man da mal drüber diskutieren, ob es überhaupt geht. Ja, also was man im Radio gibt es ja auch irgendwie nur schlechte Radiocomedy und vielleicht kann man das ja alles mal besser machen. Mache ich dann hier so, da. Alles klar. Super, danke dir, Renke. Einen wunderschönen guten Tag, der Herr. Guten Tag. Hallo, ich hatte das letzte Mal auf dem Treffen eine Selbsthilfegruppe zum Thema Sprechen angeboten. Das wäre jetzt quasi eine Wiederholung der Session vom letzten Mal für Leute, die daran Interesse haben. Ich würde jetzt erstmal gerne wissen, wer grundsätzlich daran dem Thema Interesse hat oder sogar mehr beitragen kann als ich selber vielleicht. Okay, das ist so mittelgroß. Ich würde sagen, dann reicht sogar der Kleine, oder? Ja, dann gehe ich doch mal in den Kleinen. Ja. Ich kann mich auch noch verschieben zum Schluss, also. Gut, Henning. Ja, wir haben gesehen bei dem Thema Inhalte, dass also Wissenschaft als Thema sehr stark nachgefragt ist. Und ich wollte mich mit euch über Wissenschaftspodcasts unterhalten. Es sind ja auch ein paar hier. Es gab auch im Oktober so ein Treffen in Witten, wo schon darüber gesprochen wurde. Und vielleicht könnte man das nochmal hier reintragen. Insbesondere Inhalte von Wissenschaftspodcasts und Vernetzung von Wissenschaftspodcasts. Gibt es da Interesse?
Klein. Ich kenne mich mal unter Klein. Ja, alles klar. Danke dir. Franco. Hallo, ich habe wieder das Thema Podstock, diesmal Podstock 2015. Wer noch nicht davon gehört hat, wir organisieren ein Podcast-Festival mit Podcastern auf der Bühne, Hörern davor und lustiges Mischen dazwischen. Es wird wieder Workshops geben und ein Barcamp-Teil. Wir haben dieses Jahr eine tolle erste Runde gehabt. Einige Teilnehmer sind ja auch hier. Und gerade auf die würde ich mich sehr freuen, so für die Planungsphase 2015 mit einzusteigen und mal gemeinsam noch eine Nachlese zu machen, ein bisschen Erfahrungsaustausch. Es wird Feedback-Auswertung geben, wir werden noch ein bisschen am Konzept schleifen und es gibt auch konkrete Pläne dann für 2015, wie es weitergehen wird. Wer da Lust hat mitzumachen, unverbindlich heute erstmal oder sich gar vorstellen kann, da mit dem Orga-Team einzusteigen, der ist herzlich willkommen. Dazu noch an dieser Stelle, es gibt ein offizielles neues Datum, das kollidiert mit im August naturgegeben mit vielen anderen Sachen. Findet raus, mit welchem es besonders kollidiert dieses Jahr, nächstes Jahr. 14. bis 16. August 2015, wieder auf dem Jugendzeltplatz in Almke bei Wolfsburg und Infos gibt es unter podstock.de. Wer als erstes rausfindet, wer sich... Branko! Stella, ist gut, Branko. Danke dir. Okay, ja. Okay, ganz schnell, ich starte Anfang Januar den damals TM-Podcast, ein Format, was es so, glaube ich, noch nicht so richtig gibt, auch zu einem Thema, was laut Umfrage relativ wenig ist bisher, Geschichte der Neuzeit mit Technik. Ich möchte das Konzept vorstellen, nur 10 Minuten, wenn es euch dann gefällt, bleibt ihr da und wir reden drüber, wenn nicht, guckt euch was anderes an. Und es geht insgesamt mir nicht nur um Inhalt, sondern auch darum, von euch Profis ein bisschen Feedback zu kriegen. Das kannst du vergessen, das wird so nicht funktionieren. Hast du daran gedacht und so weiter. Okay. So, ja, ich benutze Podcasts ja hauptsächlich zur politischen Kommunikation. Es sind verschiedene Initiativen auf mich zugekommen, haben gesagt, ja, das ist auch eigentlich super, auch eine Sache in Richtung Barrierefreiheit. Allerdings gibt es an der Technik, die wir alle benutzen, auch an dem Podlove-Publisher da noch einiges dran zu diskutieren und auch möglicherweise zu verbessern. Also das Thema ist Barrierefreiheit, Software und Konzepte. Ich weiß nicht, das ist sehr speziell, auch für, ich meine, viele Webentwickler, die sich schon mal damit beschäftigt haben, wissen, wie komplex das sein kann. Ich frage mal nach, wer überhaupt Lust hat, sich damit zu beschäftigen, wie man Podcasts und Plattformen barrierefreier gestalten kann. Und darüber auch über Konzepte nachdenken kann. Das sind jetzt nicht so viele. Nehme ich mir mal einen kleinen Raum. Oder ja, wie abends, gesagt, das ist mein Thema. Oder abends, das mach mal einen kleinen. Ja, so wie spät, irgendwann will die Familie mich auch wiedersehen. Okay. So. Dann musst du jetzt den Mittelgroßen nehmen. Dann nehme ich den Mittelgroßen. Also Transkription ist da auch ein Thema auf jeden Fall. Ja, ich möchte mich gerne mit Feedback beschäftigen, weil ich habe von dem einen oder anderen gehört, dass Feedback nicht so sehr kommt. Und für mich ist Feedback ein sehr interessantes Tool, um einfach zu überlegen, wie kann ich meinen Podcast besser machen. In diesem Fall, ich habe noch nicht wahnsinnig viel dazu gemacht, habe aber ein paar Ideen, die ich gerne diskutieren wollte. Wer wäre daran grundsätzlich interessiert? Ja, sofort. Also er hier steht, Höre einbinden, ja, nein, wie, warum? Macht wahrscheinlich Sinn. Genau, als allgemeine Frage, also wie bringt ihr Hörer ein, wie kommuniziert ihr mit denen und wie bringt ihr die zum Beispiel ja Shownotes zu machen oder ähnliches? Zusammen mit den Großen. Ja. Jo, nehmt euch einen Großen. Vielleicht sofort? Ja. Christian. Danke. Nee, das wäre ich rede über was anderes wahrscheinlich. Ja. Obwohl, das stimmt, aber wir können das auch hier später machen. Also es wird immer kollidieren. Aber ihr habt ja die zwei Füße, die Regeln. Könnt ihr jederzeit wechseln, austauschen. Christian. Ja, ich biete an, berufsbedingt nochmal eine Session zu machen zum Thema Interviews. Wie führe ich Interviews? Was ist beim Interview wichtig? Worauf sollte ich achten? Was soll ich tun? Was soll ich nicht tun?
Da mal ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Ich brauchte allerdings zwingend einen Beamer dafür. Dann muss ich hier unten irgendwo. Communities hat keinen. Welcher ist denn der kleinste nochmal? Ganz rechts. Der da? Der hat keinen Beamer. Der hat einen Beamer. Ja. Gehe ich hier rein. Falk. Ja, ich wollte ein bisschen was zu Podseed.org erzählen. Erstmal, wer hat Interesse dran? Ja, doch ein bisschen. Okay, dann scheint sich, glaube ich, der mittelgroße Raum zu lohnen. Okay, ich würde gerne eine Frauen-Selbsthilfegruppe machen, also selbstironisch natürlich, tralala, wo wir alle so ein bisschen, oder alle Frauen, die hier sind, die Lust haben, einfach mal gerne erzählen dürfen, wie geht's ihnen so zwischen all den Männern. Also wenn man sich hier umschaut, sieht man ja, wir sind jetzt nicht gerade die Mehrheit und einfach so ein Befindlichkeitsaustausch und vielleicht auch gucken, was wollen wir eigentlich und das dann auch hinterher gerne weitergeben an den Rest hier. Ganz kurz zwischen reingeschoben, wir nehmen, das ist nicht gemein, sondern wir nehmen Podseed da unten nochmal raus und morgen ins Hauptprogramm mit rein und dann haben wir da nämlich noch den Slot frei. Okay, ich weiß jetzt eigentlich, achso, und links. Ja, Podseed, schon klar, aber lass noch dir Hauptprogramm morgen? Ja. Gut. Dann spontan beschlossen. Ah, okay, gut, da gibt es ein Podseed, macht Karriere. Frag mal, wie viel werden denn da, die Interesse haben? Ladies. Mittelgroß, oder? Wie wäre es mittelgroß? Ja, wenn du magst. Ich warte mal ganz kurz. Oder macht das abends, wenn geht auch. Die Frauen, die da kommen würden, lieber jetzt gleich oder lieber heute Abend? Also jetzt, wer ist für jetzt gleich? Okay, keine. Und heute Abend? Ja, also heute Abend, oder? Okay, dann wir hängen hier unten hin. Hier unten. Achso, heute Abend da? Oder heute Abend in dem offenen Bereich? Im Slot 4. Okay. Danke sehr. So, ich mache was über Auphonic. Ach, nein. Und zwar so zukünftige Dinge, die anstehen, wo vielleicht Feedback ganz super wäre, jetzt nichts Tragisches. Und natürlich auch so Anregungen, was ja immer von euch kommt. Also wenn wer irgendwas zu sagen hat oder Wünsche hat, einfach vorbeischauen. Deswegen entweder heute oder morgen in irgendeinem Workshop-Raum. Also keine Ahnung, ist das jetzt groß, der Analphabet-Raum, gell? Ja, der hat aber noch mal einen kleineren Tischbereich drin. Ja, warte, die hängt jetzt immer daher und dann gucken wir, kann man schauen, wo es hinpasst. Okay. Du kannst auch parallel hier einfach dich niederlassen, das hier quasi den Raum anbieten. Okay, das ist... Aber dann haben wir dann vier Slots sozusagen. Ja. Nimm den großen und gut ist hier. Wie auch immer. Der Rest kommt morgen. Ihr könnt aber trotzdem eure Zettel schon mal vorstellen, aufhängen. Ich kann ja mal sagen, was ich hier anbieten wollen würde oder zur Diskussion stellen würde. Boah. Ich habe im Google Doc das genannt First Contact, der Podcast im Browser, weil über meinen Podcast ich relativ viele Leute erreiche, die zum ersten Mal mit dem Medium überhaupt Kontakt haben und das mal ganz schwer ist zu erklären, was ist denn das überhaupt, und die meistens nicht mehr sehen als die Webseite. Und die Webseite ist ja eigentlich technisch strukturiert, so wie WordPress sich vorstellt, wie Blogs aussehen. Und eigentlich ist der Podcast ganz was anderes und es ist mal in dieser Blogform. Und dass wir mit diesem, wir haben ja das wunderbare Mittel der Templates, und dass wir vielleicht mal erstmal auch unabhängig von den Templates darüber sprechen, was gehört denn überhaupt auf so eine Seite, und dann vielleicht in einem zweiten Schritt später dann vielleicht auch mal zu gucken, wie kann man das in Templates umsetzen. Leute, erzählt das doch echt morgen. Ja, wir haben morgen nochmal den ganzen Kram. Nein, ich muss dich jetzt leider ausbremsen, Ralf, weil ich zum Beispiel werde gleich noch eine Abendsession aufhängen. Also die Frage ist, wer von euch hat Session, die auch morgen machen möchte? Kannst du morgen machen? Ich habe eine Anregung, ein Interesse. Vielleicht, ja. Das würde es aber nicht selber nicht halten. Deswegen. Ja, mach auf jeden Fall mal. Ja, ich... Weitermachen, genau. Machst du morgen? Alles klar. Was hast du für ein Interesse? Ich würde einfach in die Runde fragen. Mikro. Hallo. Hat jemand Interesse, sowas in so eine WordPress-Session zu machen? Ich bin selber Newbie, muss das erstmal lernen, um meinen Podcast mit Podlove live zu kriegen. Und scheitere immer wieder so an WordPress-Fragen. Bin ich der Einzige? Gibt es da Interesse, mal was zu machen? Kannst du da auch fragen, da bei, ja, Publisher-Setup? Da hast du Bock auf so allgemeine WordPress-Flangen? So, wir beantworten
antworten. Alles klar. Problem gelöst. Dann habe ich noch eine Session, die ich heute Abend in dem Open Space quasi so frei anbiete. Wer mag, kann vorbeikommen. Ich bin über automatische Transkription gestolpert mit Scrivener und Apple Dictate, wo ich gemerkt habe, oh, da kann man sein Audiokram irgendwie halbautomatisiert durchnudeln und kriegt Text raus. Das ist nicht super. Ich bin auch erst vor kurzem so richtig drüber gestolpert, aber ich nutze es schon für meinen Inhalt, den ich bei Auphonic abschmeiße. Also ich hänge das einfach mal heute Abend hier hin. Wer mag, spricht mich drauf an, dann zeige ich, was ich da kann und was es noch nicht kann. Also dann stell sie wenigstens vor und hängst sie noch mit hier unten zum David. Also gut, ganz kurz. Sensible Themen, empfindliche Gesprächspartner. Also ich bin mal irgendwie ganz naiv auf ein Ding gestolpert, auf ein Themenfeld, was von professionellen Journalisten verbrannt wurde und habe mich dann mit Schnappatmung wiedergefunden, da irgendwie was zu erklären. Und ich glaube, die ganze Podcast-Szene hat eine gute Chance, gerade auf solchen Dingen halt mit dieser Empathie und diesen ungeschnittenen Aufnahmen viel Boden gut zu machen. Und da wollte ich was zu machen. Okay, super. Dann hängen wir einfach mit in die Themenliste für morgen. Alles klar. Vielen Dank. Das ist die Session und der Sessionplan für heute Nachmittag. Also schaut, was euch gefällt. Und ich würde jetzt sagen, ich übergebe an den Ralf und die weitere Orga.